Kathrin Martelli oder Corinne Mauch. Morgen entscheidet sich, wer die erste Zürcher Stadtpräsidentin wird. Die beiden Kandidatinnen haben darum heute die letzte Chance gehabt. Die letzte Chance, um die Wähler auf der Strasse von sich zu überzeugen. Martina Kähli und Dana Gablinger haben die beiden begleitet. Liebe Zürcherinnen und Zürcher, Zürich ist die schönste Stadt der Welt. Ich will, dass das so bleibt. Ich will mich voll und ganz einsetzen. Und ich hoffe, dass Sie alle noch gehen, wählen, die letzte Chance nutzen und für mich die Stimme abgeben. Kathrin Martelli, Stadtpräsidentkandidatin von der Höschgasse. Ich möchte gerne Stadtpräsidentin von Zürich werden und möchte dafür schauen, dass Zürich weiterhin eine soziale, eine offene und eine dynamische Stadt bleibt. Für das werde ich mich sehr einsetzen mit dem, was ich mitbringe. Mitgebracht hat sie einen Tag vor der grossen Entscheidung Schöckeli für die letzten potenziellen Wähler. Corinne Mauch ist froh, dass die Stadtpräsidentin morgen feststeht, obwohl sie den Wahlkampf auf der Strasse genossen hat. Es ist etwas, was ich sehr gerne mache. Ja, das habe ich gemerkt, das Gespräch mit den Leuten auf der Strasse, über was auch immer sie gerade interessiert, ist etwas, was ich wirklich gerne mache. Auch für die FDP-Kandidatin Kathrin Martelli heisst es, ein letztes Mal in der Kälte Leute ansprechen. Etwas, das ihr nicht besonders liegt, im Gegensatz zu ihrer Konkurrentin. Ja, es war nie etwas, was ich wirklich aus tiefstem Herzen sonst gemacht habe. Und ich brauche immer noch ein bisschen Überwindung. Eins wollen aber beide Frauen morgen die erste Zürcher Stadtpräsidentin werden. Seit Monaten sind die beiden Kandidatinnen auf Stimmenfang. Wegen dem zweiten Wahlgang sind weitere Wochen dazugekommen. Mit drei Königsküchen, Blumen und Süßigkeiten haben die Zürcher auf ihre Seite ziehen. Morgen zeigt sich, wer von diesen beiden Frauen den Geschmack der Zürcher getroffen hat. Langsam kommen bei ihnen die Emotionen auf. Ich bin aufgestellt, ich bin eigentlich, fühle mich relativ gelassen, aber natürlich so auf den Sonntag her kommt schon so eine gewisse Aufgeregtheit, kommt schon ein bisschen rein. Man ist natürlich schon gespannt, wie es rauskommt morgen. Im Moment relaxed, Nervosität, die kommt dann wahrscheinlich morgen Morgen oder die kommt mit Sicherheit morgen Morgen. Beide Frauen spüren langsam die Nervosität. Damit umgehen, tun sie ganz unterschiedlich. Kathrin Martelli hebt heute Abend die Füße auf, während Corinne Mauch die Nacht vor der Wahl an einer Geburtstagsparty verbringt.